Hallo alle miteinander, willkommen hier bei The Binding of Isaac und wir spielen heute mal wieder ohne Mods, denn ich habe relativ viel Spaß daran gefunden. Ich habe eine Winstreak von 6, das habe ich alles offscreen gespielt und ich hatte davor, ich glaube auch eine Winstreak von 6 oder 8 oder so. Ich hatte nur zwischendrin dann einen richtig dummen Tod, das war sehr schade. Ja, weil ich glaube, da war ich sogar stark. Ich habe die ganze Zeit mit Isaac gespielt und deswegen spielen wir jetzt auch mit Isaac. Wir spielen mit Isaac und ich muss richtig krass rülpsen gerade. Ich hoffe, ich kann den... Okay, da war er. Er ist weg, Leute. Er ist weg. Okay, da war noch ein kleiner hinterher. Und noch einer. Aber ich glaube, jetzt bin ich fertig. Ich habe vor der Aufnahme natürlich wieder Wasser getrunken und... keine Ahnung. Irgendwie hatte ich das... Also ich muss... ja, ich musste rülpsen. Es tut mir leid, aber ich hab's ja... Ich hoffe, ihr habt davon nicht viel mitbekommen. Das wäre sehr schön. Das war eine kleine Explosion in meinem Munde. Ich habe keinen Schlüssel. Was ein bisschen schade ist. Ich würde die goldene Kiste schon gerne aufmachen. Aber das passt schon. Gucken wir erstmal weiter. So, unser Würfel, ne? Wenn man mit dem Würfel spielt, das ist ja immer so eine Sache von... Ja, Kosten, Nutzen oder wie viel Würfel-Action hole ich aus dem Würfel raus. Man kann immer viel hin und her laufen. Das ist immer die Frage, ob sich das lohnt. Manchmal würfelt man Items weg, die man eigentlich haben wollte, weil man sich dachte, vielleicht kriege ich ja doch noch irgendwas Besseres. Und man kriegt es dann natürlich nicht. Ja, das ist auf jeden Fall mit dem Würfel immer so ein kleines Abenteuer. Deswegen freue ich mich auch, dass ich endlich mal wieder hier mit dem Standard Isaac spielen kann. Und wie gesagt, ich habe... Ja, ich habe gestern und heute so, keine Ahnung, 10, 12, 14 Läufe gemacht oder so. Ja, irgendwie sowas um den Dreh und hatte echt viel, viel Spaß dabei. Und dementsprechend wollen wir mal schauen, wie es heute so läuft. Ich habe einen Schlüssel. Ja, ist wunderbar. Wir gehen direkt hier den... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist schon mal ziemlich nice. Jetzt ist die große Frage, will ich das Gappi-Item hier rerollen? Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau, weil ich natürlich nicht weiß... Ja... Schau mal einer an. Und jetzt weiß ich nicht, natürlich nicht genau, ob ich vielleicht sogar beim Boss... Ja, beim Boss werde ich wahrscheinlich nicht rerollen, weil ich beim Boss sowieso ein Item bekomme, was ich mitnehmen kann. Selbst wenn das dann der größte Shit der Welt ist, lohnt es sich, denke ich, das mitzunehmen. Aber da wir sowieso keine Würfelaufladung mehr kriegen auf der Ebene, also das konnte ich mir nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt, wo wir da die Items gefunden haben, dementsprechend können wir den Würfel auch erstmal aufheben. Wir gucken mal, was wir beim Boss bekommen. Ja, einen Devil Deal kriegen wir ja nicht auf der ersten Ebene. Dementsprechend, ja, es ist der Boss eigentlich egal, aber... Ja. Mal gucken. Ja, und dann müssen wir entscheiden, ob wir den Goldraum würfeln oder das Item in der Goldkiste. Ich weiß nicht genau, wie das Pool technisch aussieht. Ob das beides die gleichen Pools sind, ob da unterschiedliche... Wenn ich in der Goldkiste rerolle, kriege ich dann nur Goldkisten-Items? Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich denke, ich würfel im Goldraum. Ja, da hat man einfach eine große... Da habe ich auf jeden Fall eine große, größere Auswahl an guten Items, aber natürlich auch eine größere Auswahl an Scheiß-Items, ne? Die ganzen Fliegen-Items und so, ja. Müssen wir mal gucken. Das war ein bisschen knapp, aber hat funktioniert. Und der Monstro, du bist tot, oder? Dankeschön. Könntest du sterben? Ja, danke. Okay, come on. Come on, come on, come on, come on. Ja, Blattglatt nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist ein gutes Item, ist ein Damage-Up irgendwie. In irgendeiner Art und Weise ist es ein Damage-Up, von daher passt das. Ah, auf jeden Fall. Dann würfeln wir noch im Goldraum. Kriegen das Auge. Es ist nicht das allerbeste Item der Welt, aber es ist schon in Ordnung. Und jetzt können wir natürlich gucken, ob wir vielleicht noch eine Batterie finden oder so. Im letzten Raum der Ebene. Das ist halt jetzt wieder so eine Sache, keine Ahnung, ein bisschen Zeitverschwendung vielleicht, aber naja, passt schon. Wir bräuchten auch ein blaues Herzchen, ne? Das Problem ist, ich habe keinen Schlüssel, um in den Shop zu gehen. Scheiße. Das war ein dummer Gegentreffer. Ja, ich habe keinen Schlüssel oder ähnliches, um in den Shop zu gehen. Da oben ist ein Schlüssel, aber ich glaube, da komme ich nicht ran. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum ich den da liegen gelassen habe. Dementsprechend... ja. Die Devise für die nächste Ebene, natürlich kein Damage kriegen. Ne? Kein Damage kriegen, damit wir einen Devil Deal kriegen. Oh Mann. Bitte. Bitte, lieber Gott. Und auf die... Oh mein Gott, das ist ein ekliger Raum. Okay, ein Moment. Ich muss mich... Das ist kein schöner Raum. Okay, der erste ist down. Und der zweite ist auch gleich down, oder? Komm schon. Und bam!
Okay. Hilfe, Hilfe! Nein, nein, ich bin... Oh mein Gott. Wenn ich... Wisst ihr, das sind immer so richtig dumme Räume. Ich meine, die Gegner sind ja in keinster Weise eine Gefahr, aber dann... Ich darf halt keinen Damage kriegen, damit ich nicht den Devil Deal verkacke und... Alter! Das hätte schief gehen können gerade. Das hätte schief gehen können. Und das wäre richtig blöd gewesen. Richtig blöd, ey. Naja. Ach ja, und was steht sonst so an, Leute? Was steht sonst so an? Ne? Wir wollen ja nicht nur... wir müssen hier gerade mal so ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ja, ich glaube, ich mache mir gleich eine Liste. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ey Cornelius, was meinst du mit, ich mache mir eine Liste? Machst du das Death Note? Nein, natürlich nicht, ne? Ich bin ja kein... So einer bin ich nicht. oh, ich habe keinen Schlüssel, scheiße. Ich mache mir eine Liste mit meinen Zielen, die ich in den nächsten Jahren erreichen möchte. Ich werde mir, glaube ich, 3 Kategorien machen. Oh nein! Ich habe nicht aufgepasst. Oh, wie kann man denn so doof sein? Oh, fuck. Oh nein, hoffentlich kriege ich trotzdem noch einen Devil Deal. Die Hoffnung ist noch nicht verloren. Mal gucken. Ich mache mir auf jeden Fall eine Liste mit meinen Zielen, die ich erreichen möchte. Ich mache, glaube ich, 3 Kategorien. Und zwar werde ich einmal die Kategorie ein Jahr machen. Also Ziele, die ich in einem Jahr erreichen will. Sagen wir mal bis Ende 2017. Weil das ist ja ungefähr ein Jahr. Und dann werde ich Ziele machen, die ich in 5 Jahren erreichen will und Ziele, die ich in 10 bis 20 Jahren erreichen will. Das werde ich machen. Warum macht man sowas? Also, ja, weil Dinge, die man im Kopf hat, wo man vielleicht von träumt oder so, oder Ideen hat oder Sachen sagt, wo man sich sagt, ja, die will ich umsetzen, das ist immer die eine Sache, aber es gibt dann immer noch die... Ja, es gibt halt einmal die Sache, dass man sich darüber Gedanken macht und so und sich das ausdenkt und bla bla bla. Aber wenn man das Ganze niederschreibt, dann hat das alles nochmal eine andere Qualität, weil dann sind diese Dinge auch ein bisschen visualisierter, dann kannst du die nachschlagen, du kannst dich da so ein bisschen dran committen, ja, so ein bisschen die immer wieder vornehmen, ja, wenn du mal wieder so ein bisschen außer Reihe tanzt und dir denkst, oh, gerade läuft alles scheiße, dann kannst du dir deine Liste nehmen und gucken, ey, was habe ich denn schon erreicht, was habe ich noch nicht erreicht, ja, wo sollte ich vielleicht jetzt mal ein bisschen Gas geben und so weiter und so fort, ne? Ist natürlich eine... Oh, das war eine geile Bombe. Ist natürlich eine Sache, die jetzt... Ja, muss ja natürlich nicht jeder machen und kann man auch doof finden oder so, ist ja kein Problem. Der Magic Mushroom! Scheiß auf Devil Deal, ich brauch dich gar nicht. Kann man doof finden und so weiter und so fort, aber ich für meinen Teil werde das machen und ich werde da auf jeden Fall ein paar Dinge draufschreiben. Oh nee. Explosivo will ich wirklich nicht haben. Scheiße. Die Bibliothek bringt mir jetzt leider nicht so viel, aber immerhin konnte ich mir ein schwarzes Herz hin snacken. Das war schon ziemlich nice. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Was habe ich gerade nochmal gesagt? Ich werde da auf jeden Fall... Ja, wie gesagt, ja genau, kann jeder doof finden, so eine Sache, ne, jeder wie er mag, aber ich für meinen Teil werde das machen. Ach, leck mich doch, blöder Goldraum, Alter, du kannst mir mal den Popo lutschen. Ich bin so langsam unterwegs, aber jetzt haben wir Magic Mushroom, vielleicht werden wir jetzt ein bisschen schneller. Mal gucken. Oh Mann, Curse of the Maze, bitte, unterlasse das. So, dankeschön und bam. Ja, und was werde ich da so draufschreiben? Mein Ziel für in einem Jahr ist auf jeden Fall einen Führerschein machen. Ich will auf jeden Fall innerhalb des nächsten Jahres einen Führerschein machen. Daran gekoppelt ist natürlich auch, dass ich mir ein Einkommen aufbaue, was das trägt. Dass ich mir einen Führerschein leisten kann. Das ist dann natürlich auch direkt ein Ziel. Ich möchte auf jeden Fall innerhalb des nächsten Jahres mir ein Einkommen aufbauen, mit dem ich alle Kosten problemlos decken kann, wo ich was zurücklegen kann, damit ich anfangen kann, was zu sparen und wo ich dann auch solche Dinge bezahlen kann, wie zum Beispiel einen Führerschein machen. Ja, weil ich habe einfach Lust, einen Führerschein zu haben. Ich möchte das und das ist auf jeden Fall ein Ziel für die nächste Zeit, für das nächste Jahr. Also bis Ende 2017 will ich auf jeden Fall meinen Führerschein gemacht haben. Und im besten Fall auch ein Auto haben. Aber das weiß ich noch nicht ganz so genau, weil, ja,
wenn man es nicht unbedingt braucht, dann muss man sich jetzt kein Auto kaufen. Deswegen will ich mir Auto kaufen zum Beispiel nicht unbedingt als Ziel setzen, weil, wie gesagt, wenn ich es nicht brauche, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch gut laufen, gut klarkomme und so weiter und so fort und das nicht mega dringend ist, dann will ich da das Geld vielleicht auch lieber erstmal noch ein bisschen sparen. Und deswegen, das ist jetzt eine Sache, die ich mir nicht draufschreibe. Ja, also Auto kaufen ist nicht so relevant. Aber auf jeden Fall Führerschein machen, damit ich ihn habe, damit ich es getan habe, damit ich es hinter mir habe, damit ich fahren kann und so weiter und so fort. Das ist also auf jeden Fall Ziel Numero Uno oder ein Ziel, was auf meiner Einjahresliste steht. Was habe ich noch so für Ziele, die ich auf meiner Einjahresliste schreiben will? Wie gesagt, ein gesichertes, vernünftiges Einkommen aufbauen. Was will man sonst noch so in einem Jahr erreichen? Ja, muss ich mal gucken. Eventuell würde ich gerne... Ich werde auf jeden Fall etwas Körperliches draufschreiben. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern ich das formulieren werde. Ich denke, ich werde nicht draufschreiben, okay, ich möchte so und so viel Kilo abnehmen, weil eine Kiloanzahl ist halt immer so ein bisschen... Ich möchte natürlich schon eine gewisse Anzahl an Kilos auch abnehmen, aber eine Anzahl an Kilos ist immer so ein bisschen... Ja, ne, das ist, wenn ich jetzt sage 50 Kilo, dann... 50 Kilo kann viel bedeuten, ne? Wenn ich... vielleicht auch viel Muskeln aufbauen und so, dann nehme ich vielleicht, selbst dann kann ich 50 Kilo locker abnehmen, aber, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, sowas an so eine Zahl zu heften, ist, finde ich jetzt nicht so, schlau, dementsprechend würde ich das halt nicht machen. Ich würde mir eher so ein Ziel nehmen, also ich würde gerne mit dem Fahrrad eine Fahrradtour, ich würde gerne irgendwann eine Fahrradtour, ans Mittelmeer nach Frankreich machen, ja. Das ist durchaus auch ein Ziel von mir, ein großes Ziel, was ich auf jeden Fall machen will, wo es auch keine... Also das werde ich irgendwann mal machen. Ich werde irgendwann mit dem Fahrrad nach Frankreich ans Mittelmeer fahren. Wenn alles gut läuft und das vielleicht passt, dann werde ich das vielleicht auch mit YouTube verknüpfen, wenn ich da noch YouTube mache. Man weiß es ja nicht, ne, was so alles kommt in der Zukunft, aber wenn, dann ist es natürlich auch so eine Sache. Und ich habe schon wieder den Devil Deal verkackt, ich bin ein bisschen dumm, okay. Mal einen Kopf hoch, danke. Och, der lebt noch. Manometer. Ja, also, ne, würde ich auf jeden Fall gerne auch mit YouTube verknüpfen, aber muss man dann alles mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall, das ist ein Ziel tatsächlich, was ich schon, oder ein Wunsch oder ein Traum, den ich habe, den ich tatsächlich schon habe, seitdem ich ein Jugendlicher bin. Seitdem ich ein Jugendlicher bin, habe ich das schon im Kopf. Ich habe da in der Schule schon in der 8., 9. Klasse mit jemandem drüber geredet, hatte da auch mal mit einem geredet, ob er da auch Bock drauf hat, ob er mitkommt, bla bla, aber das hat sich dann halt nie ergeben, weil, ja, keine Ahnung, man hat halt irgendwie... Der Kumpel, mit dem ich das eventuell hätte machen wollen, der war halt auch, das war ein Spanier und der war dann auch immer mit seinen Eltern in den Ferien im Urlaub, logischerweise, und innerhalb, wenn du halt Schule hast, kannst du es ja auch nicht machen und das war halt immer ein bisschen schwierig und ein bisschen, ja, nicht so wirklich umsetzbar. Aber den Gedanken daran habe ich schon, wie gesagt, unfassbar lange und ich will es unbedingt mal machen, weil ich halt einfach auch unfassbar gerne Fahrrad fahre. Das ist zum Beispiel auch ein Einjahresziel. Ich will mir wieder ein Fahrrad kaufen und regelmäßig Fahrrad fahren. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich habe. Ja, das kommt auch auf die Einjahres-Zielliste. Das ist ganz cool. Das ist nichts erleben, oder? Ja. Ach ja. Solche Dinge auf jeden Fall, ne? Und so eine Liste werde ich mir machen. Dann habe ich noch 5 Jahresziele. Auf die 5-Jahres-Ziele-Liste kommen dann vielleicht sowas wie mein Traumauto kaufen. Ja, also, was heißt Traumauto? Ich habe eigentlich nicht so richtig ein Traumauto. Ich muss ja ehrlich gestehen, gibt ja viele Kerle, wo Autos so relativ wichtig sind und so. Das ist bei mir jetzt nicht so. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von Autos, weil es einfach ein... Oh, fuck, man. Es einfach ein Thema ist, was mich nicht wirklich interessiert. Also, ja, Autos sind Autos, keine Ahnung. Aber ich habe... ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund, ich mag sehr, sehr, sehr gerne Audis. Das ist einfach ein Auto, mit einem Audi bin ich aufgewachsen, ja. Wir hatten früher immer ein Audi, und das habe ich halt geliebt, dieses Auto. Ein Audi 100 hatten wir früher immer. Damit bin ich quasi die ersten 15 Jahre meines Lebens aufgewachsen. Wir haben das echt ewig gefahren. Und es war halt einfach so bequem und so schön und so angenehm. Und ich bin kein Fan von Audi, ich interessiere mich da jetzt auch nicht so mega krass. Aber wenn ich irgendwann mal mir ein Auto kaufe, was ich irgendwie
Ja, wenn ich mir irgendwann mal ein Auto kaufe, weil ich das haben will, dann ist es wahrscheinlich ein Audi. Ja, zu sehr großer Wahrscheinlichkeit. Und dementsprechend würde ich sagen, okay. Dementsprechend, ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Ich würde mir sehr gerne irgendwann mal ein Audi kaufen. Und wenn ich mir so ein Auto kaufe, will ich es auf jeden Fall nicht auf Raten oder ich will es nicht finanzieren lassen. Ich will es schon bar auf die Hand quasi. Das heißt, innerhalb von 5 Jahren genug ansparen, dass es möglich ist. Weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es auch ein 10-Jahres-Ziel, wobei 5 Jahre eigentlich schon ausreichen sollten dafür. Mal gucken. Aber auf jeden Fall solche Dinge, ne? Solche Dinge werde ich mir da mal überlegen, werde ich da draufschreiben. Und, ja, in verschiedenen Kategorien einfach. Ja, Körper, Business. Halt körperliche Dinge, materielle Dinge, ja, seelische, gedankliche Dinge. Halt einfach solche Dinge wie, da oben ist noch ein Goldraum, in dem ich noch nicht drin war. What the fuck? Ja, einfach so Dinge, ne? Für mich persönliche, seelische, wie sagt man das? Seelische nicht, aber was sagt man dazu? So, halt Ziele, die, jetzt ohne Spaß, ich kann jetzt hier nicht, in den Goldraum? Ich kann jetzt nicht in den Goldraum? Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Ich kann nicht in den Goldraum. Manu! Ich will aber. Ich da unten komme ich auch nicht rein, weil ich da volles Leben brauche. Ja, scheiße. Ich kann nicht in den Goldraum. Das ist echt ärgerlich. Naja. Mein Hals ist gerade ein bisschen gedamaged irgendwie. Keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich nehme dich mit. Ja, ich habe ja keine Möglichkeit. Scheiße, Mann. Das ist ein bisschen doof. Manometer. Wenn er fällt, dann schreit er Peter. Ne, das wollte ich nur mal sagen. Mann. So, ja, auf jeden Fall werde ich mir so eine Liste später mal machen. Emotionale Ziele. Na, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen will. Ich habe schon wieder Damage bekommen. Ich kriege schon wieder keinen Devil Deal. Aber ich passe auch nicht auf, ne? Alter, ich will auf jeden Fall nicht sterben. Das kommt auch auf die Liste. Ziele für die nächsten 5 Minuten. Nicht sterben. Ach ja. Oh, das war knapp. Keine Ahnung, vielleicht ist das doof, vielleicht findet ihr das doof, keine Ahnung, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Man sollte sich einfach auch mal damit beschäftigen, wo man sich selber sieht, ne? Wo sieht man sich in 5 Jahren? Ich will in 5 Jahren noch kein Kind haben, glaube ich. Ja, wobei. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Sache, die kann man auch nicht wirklich... Die kann man auch nicht wirklich so... Da will ich auch gar nicht planen. Ne? Vielleicht habe ich in 5 Jahren schon ein Kind. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich nie ein Kind. Man weiß es nicht. Ne? Steckst ja nicht drin. Aber ich denke schon, dass ich irgendwann Kinder haben werde. Oh mein... Boah, Alter, das war eine richtig kranke Bewegung. Was soll denn das? Richtiger Arschloch. Okay. Könntet ihr mich einfach in Ruhe lassen? Ich habe sogar einen Schlüssel. Wo habe ich den her? Keine Ahnung. Ah, natürlich ist die Maske nicht kaputt gegangen. Okay. Holy Metal! Ich habe ihn jetzt einfach genommen. Ich hoffe, das war kein Fehler, weil ich habe jetzt nur noch ein rotes Herzchen, aber ich habe den Holy Mantle. Mir sollte eigentlich nichts mehr passieren können. Mir sollte eigentlich nichts mehr in diesem Leben passieren können. Ich kann sogar über... Oh mein Gott! Ich kann sogar locker flockig über... Stacheln laufen. Ich habe Damage bekommen. Scheiße. Ich will nicht sterben, bitte nicht. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie er diesen fucking Ipecac-Shot geschossen hat? Das war ja unfassbar. So, wir können in den Zacki-Zacki-Raum reingehen, weil wir ja Holy Mantle haben. Und wir haben keine Bombe. Ich komme nochmal wieder. Ah, mal gucken, vielleicht kriegen wir auf der Ebene trotzdem einen Devil-Deal, weil ich vielleicht beim Boss keinen Damage kriege. Das ist auch ein Ziel für die nächsten 5 Minuten.
kein Damage vom Boss bekommen. Oh mein Gott. Alter. Was ist denn mit euch los, Masken? Was ist denn los mit euch? Ihr geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, die bewegen sich alle so scheiße. Ich kriege hier überhaupt niemanden gefasst. Immerhin habe ich noch anderthalb Herzen. Ich werde also nicht sofort sterben. Das ist schon mal sehr schön. Nein! Hör auf damit! Okay. Der Planet ist sicher. Alles gut. Oh mein Gott. Oh, ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren, ey. Ich will hier ungern sterben, ne? Ungern. Nein! Es läuft aber auch wirklich. Ich kriege keinen Raum irgendwie problemlos hin. Aber nein! Ich sterbe. Alter, das Problem ist aber auch. Das Problem ist aber auch. Ich habe eine Bombe. Ich könnte nochmal in den. Als ob das so viel aushält. Das Problem ist aber auch. Pretty Fly. Ne, das ist nicht das Problem. Ist das schon wieder nichts Erlebende? Nee, sah aber kurz so aus. Oh mein Gott, ich darf auf gar keinen Fall meinen Holy Mantle jetzt verlieren, weil dann habe ich hier echt Probleme. Oh mein Gott. Du glaubst es halt auch nicht, ne? Dass es so schlecht läuft. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, ich habe hier Magic Mushroom, ich habe, ja, sonst habe ich halt nicht viel, ne? Aber trotzdem, allein schon der Magic Mushroom. Ja, wobei der Magic Mushroom alleine, der bringt dich halt auch nicht an. Ja, es ist schwierig. Doch, es ist schon ein schwieriger Lauf, eher. Also, irgendwie ist jeder Raum trotzdem schwierig. Obwohl ich mich gar nicht so schwach fühle. Aber irgendwie läuft es nicht so. Irgendwie ist der Wurm drin. Hallo, der Kompass. Den Kompass hätte ich gerne, kann ich mir aber nicht leisten. Ich nehme mir auf jeden Fall ein blaues Herz hier mit. Und dann gehen wir nochmal in den Zacki-Zacki-Raum. Ja, wir sind auch mega langsam unterwegs. Sind schon 20 Minuten rum. Ich habe am Anfang auch rumgetrödelt, aber keine Ahnung. Natürlich kommt da kein blaues Herzchen raus. Warum auch, ne? Du willst ein blaues Herzchen? Ja, guck mal in den Spiegel, dann siehst du, was du hast, ne? Ja. So bist du zu mir spielen. So fühle ich mich, wenn du mit mir redest. Nein. Okay. Danke für die Bomben. Die nehme ich gerne alle mit. Dankeschön und dann auf Wiedersehen. So, wo ist denn der Boss? Da ist der Boss, wunderbar. Ich hoffe, es ist ein einfacher Boss. Alter, könntet ihr mal aufhören? Ich treffe die überhaupt nicht. Eure Fliegen sind viel zu stark. Ich habe auch eine Pretty Fly, aber das. Aber die treffen mich sofort. Ist ja unfair. Da ist eine Steinkiste. Ich habe keinen Schlüssel, dementsprechend kann ich die auch nicht erreichen. Das war knapp. Na, ein knapper Schuss. Okay. Hallo, oh mein Gott, wir kriegen den schlimmsten Boss der Welt. Nein, was machst du das? Nein, hör auf damit. Ich sterbe, ich werde sterben. Gut ausgewichen. Gut reingelaufen. Okay, endlich springt er mal. Oh mein Gott. Okay. Er ist down. Wir kriegen keinen Devil Deal. Ah, fuck you. Immerhin schwarzes Herzchen. Boah, was ist denn das für ein Lauf? So ein richtig... Das habe ich mir so aber nicht vorgestellt. Okay, ich habe ein halbes rotes Herzchen und ein schwarzes. Mir könnte es nicht besser gehen. Ach ja. Keine Ahnung. Irgendwann im Leben kommt man an den Punkt, wo man sich auf jeden Fall mal Gedanken darüber machen sollte, was man denn mit seinem Leben so anfangen möchte. Und vor allen Dingen, was man erreichen möchte. Und das werde ich jetzt tun. Ich werde alles erreichen, was ich auf meine Liste schreibe. Na, mal gucken. Man muss halt auch mal irgendwas tun, ne? So.
Come on. Es läuft doch. Alles easy in Kambodscha. Da kann ich nicht dran spielen. Ich habe zwar mega viele rote Herzen, aber die sind alle leer. Alles leere Container. Das war knapp. Entschuldigung, da hatte ich einen kleinen Schluck auf. Ein Schlickser, ein Hickser. Keine Ahnung, woher der kam. Man sagt ja, Menschen denken an dich, aber... Wahrscheinlich. Hilfe! Okay, ich lebe damit. Ich finde es auch nicht peinlich, dass ich da gerade Angst hatte. So, komm her, jetzt nur noch du. Oh, als ob du so viel aushältst. Danke. Danke schön. Da ist eine Bombe gedroppt. Und die werde ich mir auch gleich noch holen. Das Geld könnte ich mir auch holen. Ich bin schnell genug, weil ich habe ja den Holy Mantle. Okay, ich lasse sie einfach liegen. Passt schon. Ich brauche das Geld nicht. Das ist in Ordnung. So, einmal bitte sterben hier, Kollege, komm schon. Danke. Okay. Danke. Und einmal ihr alle sterben. Einmal explodieren, komm. Wenn einer von euch explodiert, explodieren doch alle. Komm schon. Ich bin halt zu schwach. Ich komme nicht durch. Fuck. Sie haben sich leider aufgesplittet. Das bedeutet nichts Gutes. Nichts Gutes! Ist hier irgendwo ein blauer Stein? Nein, ich glaube nicht. Heidewitzka, ey. Das ist auf jeden Fall ein anstrengender Lauf heute. Da muss man sich auch mal ein bisschen konzentrieren, ne? Da muss man ein bisschen in sich gehen, seine Kräfte zusammensammeln. Es wäre wichtig, dass wir hier endlich mal unseren ersten Devil Deal kriegen. Das Problem ist, wir müssen gleich mal Masfus besiegen. Da stellt sich die Frage, wie wollen wir das hinkriegen, ne? Wie wollen wir das hinkriegen, ohne dass wir sterben? Okay. Alles gut. Ich habe ja Holy Mantle, stimmt. Ich hätte auch einfach durchbrechen können mit Holy Mantle. Ich kann ja über Stacheln laufen. Wenigstens einmal. Ja, und dann, das passt schon. Okay, wir sind natürlich komplett alle falschen Wege gelaufen, die es so gibt im Leben. Da war auch überhaupt nichts. Ja, da war ein Miniboss, okay, und eine Cave-Raum. Aber das sind keine Dinge, die man braucht. Es war kein Job da, es war kein, es war einfach nichts da. Kein Zaki-Zaki-Raum, kein Goldraum, kein Boss. Einfach eine Nullnummer. So, hallo kleiner Kackehaufen. Ich würde dich gerne schnell töten, damit wir hier... Ich bin so schwach und das, obwohl ich den Magic Mushroom habe. Manni, das macht mich so traurig. Ich meine, der Magic Mushroom ist doch eigentlich mein größter Freund der Welt. Stellt euch mal vor, ich hätte den Magic Mushroom nicht. Ich würde ja kaputt gehen. Es wäre ein einziger großer Albtraum. Wisst ihr, was auch schade ist? Ich clear gerade so viele Räume... Und mein Würfel, ne? Ich kann ihn halt nicht einsetzen. Es gibt halt keine Möglichkeit. Und ich mache hier gerade so viele Räume. Ich hab wahrscheinlich schon zwei Aufladungen weggeschmissen. Einfach weil ich ein bisschen Pech habe. So. Oh, ein blauer. Will ich jetzt blaue Herzen? Ja. Ja. Es ist okay. Das ist auf jeden Fall okay. Ich hätte aber auch genommen, nicht blaue Herzen, sondern das Damage-Up. Das Damage-Up wäre auch voll in Ordnung gewesen. Aber man kann nicht alles haben im Leben. So. Es ist ein Kampf. Aber ich nehme diesen Kampf an. Ich werde mich hier nicht ergeben, liebes Isaac. Und ich hatte so viele starke Läufe, ne? Ich meine, die 6er Win-Streak, die habe ich innerhalb von... Keine Ahnung. Da war wirklich jeder Lauf ein Highlight. Und dann nehme ich mal wieder... Nein! Warum gehe ich denn? Bin ich denn? Ich habe nicht nachgedacht, es tut mir leid. Nein! Was habe ich denn getan? Ich habe meinen Holy Mantle... Ich werde sterben. Es ist auch noch die blaue Mom. Die stärkste Mom der Welt. Ja, wie soll ich die besiegen? Warum bin ich denn hier reingegangen? Ich wollte noch in den Goldraum und in den Shop. Oh mein Gott, guckt mal, wie schlecht... Oh Mann, ich mach kein Damage. Ja, sehr schön, Mama. Boah, den habt ihr da gesehen, wie ich da ausgewichen bin? Das war schon ein bisschen erotisch. Ich bin hier in einer Zwickmühle. Ja, das war richtig scheiße. Habe ich nicht ein schwarzes Herzchen? Ich glaube, ich habe noch ein schwarzes Herzchen, oder? Weil das müsste ich ja merken, wenn das weg ist.
Ich mach keinen Damage. Was soll ich tun? Und ich bin schon 28 Minuten gleich am Start. Es ist halt wirklich traurig. Da sieht man mal, wie schwach ich bin. Ich komme halt auch nicht zu den Mama-Teilen durch. Ja, jetzt ist mein schwarzes Herzchen weg. Und jetzt sterbe ich. Noch ein Treffer und ich bin tot. Oh mein Gott, das war so knapp. Ich war eigentlich gerade schon tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, warum ich da es geschafft habe, da auszuweichen. Ich habe sie zwar gehört, aber ich habe mich eigentlich nicht bewegt. Das war auch wieder so knapp. Oh, und jetzt ist es auch noch so knapp, ey. Mutter, hast du ein Geräusch gemacht? Hilfe! Du musst dich schon an die Spielregeln halten, Mama. Wenn ich jetzt sterbe, das wäre sowas von... Ich denke gar nicht dran. Ich denke gar nicht dran, dass ich jetzt sterben könnte. Alter, Mama! Ich habe keinen Schatten gesehen! Ich lebe! Und ich habe einen Devil Deal bekommen! Das habe ich mir verdient! Diese Chance habe ich mir ein Stück weit auch verdient. Okay, Inkubus. Ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht. Aber... Oh, ich hätte sogar noch ein Leben gehabt, weil ich noch ein rotes Herzchen hatte. Okay, ich dachte, ich wäre ein One-Hit gewesen. Das war auf jeden Fall ein starker, anstrengender... Das war auf jeden Fall... Ich weiß auch nicht so genau, wie ich das schreiben soll. Aber mit Inkubus haben wir jetzt eine zweite Chance bekommen. Und dafür bin ich sehr... Oh mein Gott! Das ist so gut! Und wir sind Guppy! Wir sind Guppy! Es hat sich einfach alles... Danke! Danke! Ich bin so glücklich! Ich bin so glücklich! Ich könnte weinen! Oh mein Gott, ich bin so glücklich! Danke, liebes Spiel! Wie krass ist das denn? Leute, wie krass ist es denn? Oh, ich wurde belohnt dafür, dass ich durchgehalten habe, dass ich diesen Kampf angenommen habe, dass ich mich nicht ergeben habe, wisst ihr? Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen für Cornelius von Cornell. Er wird wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen. Geil! Ich bin gerade echt happy. Mit Inkubus hatten wir schon eine Chance. Mit Guppy sind wir jetzt unbesiegbar, ja? Vielleicht, ja doch, wir haben 12 blaue Herzen. Und jetzt noch das Damage up. Ich wollte es rauscallen, Alter. Okay, meine Nase juckt. Ganz kurz, Mama, ich muss kurz popeln. Ich glaube, popeln war nicht so erfolgreich. Aber passt schon. Das sind zwei Hände, natürlich. Damit konnte ich rechnen. Und wir haben auch noch Holy Mantle. Alter, es ist so stark. Oh Mann, ey. Dieser ganze lange Kampf gegen die blaue Mama, er hat sich einfach gelohnt. Und jetzt machen wir auch relativ guten Damage. Und wir kriegen aber keinen Devil Deal, das ist ein bisschen schade, aber passt schon. Ich gehe auf jeden Fall nochmal hier zurück und hole die Batterie. Ja. Weil ein HP-Up will ich auf jeden Fall nicht mitnehmen. Wir haben das Polaroid, ich will keine roten Herzen haben. Und ja, okay, das wäre auch ein kleines Damage-Up, aber ich will nicht. Ich denke nicht, dass mir das Vorteile gibt. Auf gar keinen Fall. Curse of the Blind, sehr gut. Oh Mann, ey. Mal gucken, wie lange wir jetzt insgesamt für den Lauf brauchen. Es könnte wirklich tatsächlich auch sein, dass wir ab hier relativ schnell werden. Ja, dass wir jetzt innerhalb von 5, 6, 7 Minuten dann auch beim Blue Baby ankommen. Und den dann im besten Fall auch noch auseinanderreißen. Oh, Dagas Purity ist in Ordnung. Könnten wir einsetzen, wenn wir noch einen Devil Deal bekommen. Ja, ich nehme das mal mit. Es wäre nämlich auch ganz gut, wenn wir auf den nächsten Ebenen irgendwie Curse of the Blind. Nee, Curse of the Blind habe ich, ne? Curse of the Unknown ist es, glaube ich, wenn man die Karte nicht sieht, oder? Wenn ich auf den nächsten Ebenen Curse of the Unknown kriege, dann könnte ich da natürlich auch sehr gut eine Daggers Rune gebrauchen, damit ich einfach wieder die Karte sehe. In der Chest wäre das schon sehr, sehr hilfreich. Aber wenn ich einen Devil Deal kriege, dann werde ich den hier einsetzen, damit ich sehe, was da für Items sind. Wenn da überhaupt Items sind, ne? Vielleicht kommt ja auch Krampus. Dann ist es relativ, aber naja, wir schauen mal. Erstmal den Boss finden. Ich denke, das ist das Wichtigste gerade.
Das Wichtigste in diesem Leben ist, den Boss zu finden. Oh Mann, ey. Ich bin gerade so glücklich. Und es ist so schön, Guppy zu sein. Ich habe mich acht... Ah, das ist so schön, ey. Das ist wirklich schön. Und das, obwohl man halt einfach mit... Ich kann an dem nicht spielen. Also ich kann schon an dem spielen. Das Problem ist nur, wenn er mir ein Item gibt. Ich kann das nicht mitnehmen, weil es sehr wahrscheinlich ein HP-Up ist. Ja, es könnte auch die Karte, die Map sein. Es könnte auch der Kompass sein. Aber dafür hast du halt keine Garantie. Und das ist ein bisschen doof. Dementsprechend, ja, belassen wir es einfach mal dabei. Points of Steel. Ja, da hat er mich getroffen. Wir können auch ein bisschen mehr Tempo zulegen. Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Ich bin hier noch relativ langsam unterwegs, obwohl ich eigentlich schneller sein kann. Was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass ich noch ein bisschen dran gewöhnt bin. Weil ich halt die ganze Zeit so langsam war. Aber ich kann jetzt hier schneller durch die Räume. Ja, ich kann durch die Räume fliegen wie eine kleine Guppy-Katze. So. Alter, der 180-Grad-Wende, ne? So. Ich hätte sehr, sehr gerne einen Devil Deal. Wenn da Items drin sind. Oder Krampus wäre auch in Ordnung. Krampus wäre auch vollkommen okay. Was ich halt nicht gerne hätte, wären einfach nur gar keiner. Ja, danke. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Dankeschön. Woo! Toll gemacht, Spiel. Kein Devil Deal. Danke. Ja, ja. Ich bin begeistert von meiner Leistung. So. Auf blaue Steine achten. Wir haben zwar volles Leben und so, aber blaue Steine können halt immer noch durchaus etwas bringen. Zum Beispiel einfach... Ich will dich erstmal töten. Ja, genau. Jetzt kann ich weiterreden. Das Damage Up. Das Damage Up hätte ich schon ganz gerne. Wir sind halt immer noch relativ schwach. Wir haben... Ja, 4 Striche Schaden. Das ist in Ordnung. Vor allen Dingen mit Inkubus. Das ist schon okay. Und mit Guppy ist es dann halt... auch wirklich okay, aber... Naja... ich denke mal, das ist hier schon her. Ja, okay, das war schon mal falsch. Ich habe noch 7 Bomben, ja. Die Bomben werde ich im Kampf sowieso nicht benutzen. Dementsprechend kann ich mich hier durchaus rumsprengen. Und sehe, schön, ich kann den ganzen Weg wieder zurück. Die großen Räume waren ein Fehler. Wobei, ich kann dann noch nach unten. Ich könnte die auch töten, ne? Aber ich will das nicht. Ich will das nicht. Und die auch nicht, auf gar keinen Fall. Okay, perfekt, dankeschön. Ja, hier sind wir doch richtig. Da, ich merke das doch. Da könnte ein Würfelraum drin sein. Wenn da jetzt ein Würfelraum drin ist. Ah, nur eine 2. Nur eine 2. Schade. Schade. Schade Schokolade. Ich weiß aber auch nicht, ob ich... Ich hätte gewürfelt. Na, ich weiß nicht ganz genau. Ich bin immer so ein bisschen kritisch dem Würfeln gegenüber. Ich meine, das wäre auf jeden Fall ein Lauf gewesen, den man würfeln kann. Weil wir behalten ja Guppy. Und so viel schlechter wie jetzt können wir eigentlich nicht werden. Wobei wir Holy Mantle und alles haben. Also, es ist halt nicht der stärkste Lauf, aber es ist auf jeden Fall jetzt ein sicherer Lauf. Ich denke nicht, dass uns noch was passieren kann. Ich denke, wir sind schon in einem Gebiet, wo wir relativ unbesiegbar jetzt sind. Weil wir einfach viel Leben haben, wir kriegen viele Polaroid-Phasen. Wir sind halt einfach Guppy, machen also auch stetigen Schaden. Das ist auch in Ordnung. Und wir können fliegen. Ja, wir haben den Inkubus dabei, haben also einen guten Damage. Ja, es ist nicht der stärkste Lauf der Welt, aber ob man den würfeln möchte, ist, ja, kann man drüber nachdenken. Also, es ist eine schwierige Entscheidung. Ich hätte wahrscheinlich gewürfelt, ich denke schon. So. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie schnell Isaac down geht. Boah, die Fliegen machen schon guten Damage. Wir müssen halt jetzt hier nur hinkommen, dass wir weiter Fliegen spawnen. Die Pretty Fly macht auch einen guten Job. Einen sehr guten Job. Heidewitzka. Und ich denke, er wird sich noch einmal wegteleportieren. Aber das ist schon in Ordnung. Ja. Er ist doch gestorben. Es war knapp,
Okay, jetzt haben wir die Daggers Purity Pille. Mal gucken, ob wir hier einen Fluch auf der letzten Ebene haben. Dafür ist es auf jeden Fall. Ja, Curse of the Lost. Sehr schön. Oh mein Gott. Okay, erstmal Daggers Purity einsetzen. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, Leute. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte mich halt... Ja, na, ich werde nicht mehr sterben. Das war dumm. Das war dumm. Ich hätte lieber Shadow rerollen sollen. Ich habe kurz darüber nachgedacht, oder ich wollte mich eigentlich gerne töten. Ich würde mich auch immer noch gerne töten. Ach ja, Cricket Head macht ja auch gar nicht mehr so viel Damage ab, weil wir ja schon den Magic Mushroom haben. Weil der Magic Mushroom und Cricket's Head, die machen beide einen Damage-Multiplikator. Deswegen sind das so gute Damage-Ups. Die geben dir nicht nur ein Damage-Up, was sie beide machen, sie geben dir auch noch einen Damage-Multiplikator auf deinen generellen Damage. Das heißt, ja, dein genereller Damage wird auch nochmal multipliziert. Deswegen sind das so gute Damage-Ups. Aber dieser Damage-Multiplikator, der schließt sich gegenseitig aus. Das heißt, wenn du Magic Mushroom hast, kriegst du einen Damage-Multiplikator. Wenn du dann Cricket's Head findest, dann bekommst du den nicht mehr, weil dann hast du den schon. Die teilen sich das quasi. Dementsprechend haben wir jetzt nur 4 Striche Schaden. Wenn wir normal 4 Striche Schaden gehabt hätten und dann hätten wir Crickets Head aufgehoben, dann wäre unser Damage jetzt mega, mega, mega. Aber dadurch, dass es halt nicht so ist, ja, ist es halt nicht so. Ist schon in Ordnung. Aua. Da war mein Kiefer gerade ein bisschen schief. Aua, mein Kiefer knackt. Hilfe! Ich habe einen Kieferbruch. Denke ich. Bestimmt. Naja, ich könnte nochmal würfeln gehen, aber habe ich jetzt keine Lust drauf. Brauchen wir nicht. Bäm, Alter. Es macht gerade richtig Spaß. Es ist trotzdem ein mega cooler Lauf. Ich würde sehr gerne sehen, wie es ist, wenn ich mich umbringe. Aber das Problem ist auch mit der Polaroid-Phase. Mich jetzt umzubringen würde halt so lange dauern. Das lohnt sich halt nicht. Wie gesagt, da sind wir halt wieder an dem Punkt. Ich bin halt im Grunde unbesiegbar. Mit der Polaroid-Phase, mit dem ganzen Leben, mit Holy Mantle im Nebenraum. Er ist halt einfach... Ja. Oh! Brauche ich nicht. Aber schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ich wünsch dich wär unter dem Meer. Im Garten eine Krake will ich sein. Wo ist denn der Boss? Ole, ole. Alter, du hättest mich auch fast umgebracht in dem Lauf, oder? Ich glaube schon, das war so. So, kleiner. Doch, doch, doch. Da war ich doch. Hatte ich noch ein halbes rotes Herz bei ihm, glaube ich. Und ich habe ihn besiegt. Es war echt ein Lauf, der viel auf der Kippe stand, ne? Es war echt ein Lauf. Und jetzt am Ende, mit Guppy ist es halt einfach. Bam. Und mit Incubus. Es macht halt auch einfach gerade Spaß. Und das ist das Schöne an Isaac, ja? Wenn du so eine Verfassung hast, wo du so. Wo es so. Ah, sich so flüssig anfühlt. So gut, wenn du Leute tötest. Oh Mann, ey. Ja, wir müssen hier jetzt da nicht mehr auf Defense spielen. Wir haben so viel Leben. Was will er tun? Gut, Leute. Und wir sind unter 40 Minuten. Ich glaube, ich hatte gesagt, ne, bei 30 Minuten hatte ich gesagt, wir könnten das jetzt innerhalb von 10 Minuten durchrocken. Haben wir gemacht. Sehr, sehr nice. Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne eine Bewertung da. Es freut mich, dass es immer noch welche gibt, die gerne bei mir Isaac schauen. Ich sehe euch wahrscheinlich in 2 Tagen wieder. Ja, bis dann. Tschö.